Thank you very much for vielen Dank, accepting my talk, dass for coming here. Ich hier sein darf. Thank you very much for giving auch vielen me Dank, the cable dass ich Kabelinternet bekommen habe. Ich habe danach gefragt, aber es ist nur ein Kabel da und es gibt keine Möglichkeit, in den Wänden zu stecken. Also vielleicht ist es ein bisschen langsamer, als ich gedacht habe, oder vielleicht können wir ein bisschen weniger von dem anschauen, als ich es vorhatte. Wenn Sie sich die vom Titel vorstellen können oder vom Untertitel meiner Seite vorstellen können, die Bilder, die in dem Hintergrund sind, werde ich über die Anfänge des weltweiten Internets reden. Ich habe vieles, das ich mit Ihnen teilen kann, und ich habe ein bisschen Angst, dass wir nicht wirklich genug Zeit für den Abschluss haben. Also mache ich ein paar Statements ganz am Anfang. Also, und gerade noch was trinken. Drop. So, final, originally final statements. Die Endstatements gleich am Anfang. Was ich jetzt zeigen möchte, jetzt hat nichts damit zu tun mit Nostalgie. Ich zeige nicht die Sachen aus nostalgischen Gründen. Ich glaube wirklich, dass eine Webseite zu machen, eine der wichtigen und bewussten Entscheidungen und Entwicklungen, die ein Computerbenutzer auch heutzutage noch machen kann in dieser Welt. Und außerdem ist dieses Machen einer Webseite etwas, wo du historisch gelernt hast, wie Sachen funktionieren. Du schreibst den Quellcode und du schreibst deine ganze Geschichte. Auch eine Webseite zu machen bedeutete, dass man ein paar existenzielle Fragen beantwortet. Zum Beispiel war es eine philosophische Frage, weil man sich Fragen beantworten musste, wie, wer bin ich, was habe ich der Welt zu sagen? Und das ist ein bisschen, worüber sollte meine Seite sein? Das ist ein bisschen mehr als heutzutage die Frage zu antworten sind, wie, was machst du heute? Oder wer ist auf diesem Bild drauf? Natürlich kann man solche Fragen kleinen sehen. Also musst du diese existenziellen Fragen beantworten. Wenn man nicht herausfindet, dass man eigentlich nichts über die Welt sagen kann, über sich selbst oder über die Welt, dann kann man immer noch eine Hate Backstreet Boy oder eine Fan Seite machen und dann bist du immer noch ein kleiner Teil des Internets. Du kannst immer noch eine Webseite machen mit Links zu anderen Webseiten. Ich werde jetzt über eine Zeit reden, als Webseiten so gemacht wurden. Wenn ein Benutzer dachte, dass sie verantwortlich sind, suchen, Links zu Suchmaschinen zu kreieren. Und wenn Benutzer Source codes of other users' webpages and making their own, and this is how they learn. Andere Webseiten kopiert haben und sich selbst für ihre eigenen gemacht haben. Damit wurde das weltweite Internet größer und größer. Und das ist eine der wichtigen Aktivitäten, die man am Leben erhalten sollte, um algorithmische Kommunikation zu verhindern, die man heutzutage teilweise haben. Außerdem wollte ich noch sagen, dass wir sehr, sehr erfreut sind über das, was wir online machen. Es gibt eine zweite Welle des Interesses an diesem weltweiten Internet. Die erste war vor 6-7 Jahren, als es ein Interesse war an animierten GIFs oder die Unterkonstruktionszeichen oder dieser Sternhintergrund-Ästhetik. Heutzutage haben wir Initiativen, wo das Konzept, eine Webseite zu machen, nach vorne gestellt werden. Wenn man Initiativen sucht wie newcities.org und sie kleben die Sachen zusammen. Diese Sachen, die was verlassen, dieser Zeit, Facebook-Zeitleiste zu machen, seine eigenen Seiten zu machen. Wenn Sie über meinen
Vortrag letztes Jahr erinnern. Ich arbeite, dass die Benutzer wirklich wie Computerbenutzer darüber wissen sollen, wie das Internet funktioniert und wie sie etwas daran machen können. Und letztes Jahr, als Julian Assange als Systemadministrator gesagt hat, Systemadministratoren der Welt arbeitet zusammen, und war das etwas, was ich sehr unterstützen würde. Und Applebaum hat das heutzutage relativiert. Gruppen sollten zusammenarbeiten. Und ich möchte das noch ein bisschen weiter extendieren. Und Computerbenutzer, die sollen zusammenarbeiten. Computerbenutzer sollten weiter was beibringen. Und ein Computerbenutzer zu sein, ist nicht nur anzuschauen, sondern dass man auch Systeme in Aktionen versetzt. Und das ist etwas, was erneuert werden muss, wenn man wieder auf das man wieder zurückgehen kann, auf ein Ziel, das vor 30 Jahren auch schon da war, diese Ideen, die 30 Jahre alt sind. Und darum zeige ich Ihnen, was ich jetzt zeigen möchte. Wenn wir über die Benutzer reden und über die Kraft, die die Benutzer haben, kann man diese Seiten ein bisschen überspringen. Internet of the web and of the computer users. Also die Geschichte des Internets und der Computerbenutzer. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, möchte ich Sie ordentlich begrüßen. You're my honey bun, sugar plum, humpy humpy humpkin. Okay, was Sie jetzt gerade gehört und gesehen haben, war ein Trailer für einen längeren Film. Und der Film zeigt die Webseiten aus GeoCity-Archiv, die diese Welcome-Seite benutzen. Was Sie gerade gesehen haben, manche davon, wo das ganze Interface sehr einfach sah. Und die sind alle ein Teil einer großen Datenbank. Und wir, ich und Dragan Espenschied, ein Musiker, ein Computermusiker, der auch ein Netzkünstler ist und ein Konservator in New York ist. Wir sind das GeoCity-Wiederarbeitungsgruppe. Und wir wollen dieses Archiv am Leben erhalten. Wir haben einen Stempel. Und alles, okay, das ist ein bisschen wie das Ende der Geschichte. Weil es ist 2014. Und als ich angefangen habe, möchte ich ein bisschen zurück in Zeit gehen, zu 1995, als ich angefangen habe, mit dem weltweiten Internet zu arbeiten, dann sah es aus wie so. Oder so. This is also a snapshot from that time. So kann es auch ausgesehen haben. Und ich habe Sachen gemacht, die sehr anders aussehen sollten als diese große Wolke von dynamischen Inhalten. Also habe ich diese Projekte, die ein bisschen anders waren, erstellt. Und es war Ende der 90er Jahre, und da habe ich angefangen, Internetdesign und Internetkunst zu lehren. Da habe ich realisiert, dass Seiten, die
ich versucht habe zu vergessen, die ich weiter weg haben wollte, die ich hässlich fand, die sind einfach verschwunden aus dem Internet. Es war ungefähr 2000, als es klar wurde, dass die frühe Kultur des Webs verschwinden würde oder verschwunden ist. Und seit der Zeit habe ich angefangen, daran zu arbeiten, dass diese frühe Webkultur zelebrieren. Also nur ein paar Beispiele. Aber um das jetzt zu zeigen, muss ich in eine virtuelle Maschine zu Windows gehen und den Internet Explorer starten. Das ist von 2004. Und es wurde nur von GIFs aus der freien Sammlung von GIFs gemacht. Und es werden mehr und mehr gezeigt. Und eine andere wichtige Sache zu der Zeit war, dass diese Kunst für den Browser ist. Und es macht nicht nur die animierten GIFs, sondern auch Browser und diese Scrollbar. Es ist 2004, aber da waren Scrollbars, die man standardmäßig einbauen konnte. Manchmal können wir Scrollbars heutzutage immer noch sehen. Now I have to wait for the right bit. The work is called gravity. Die Arbeit ist Gravität genannt. Okay. Yeah, now I can close the virtual machine. Ja, jetzt kann ich die virtuelle Maschine einfach schließen und zurück in mein eigentliches System kommen. Eine andere wichtige Arbeit aus derselben Zeit, aus derselben Richtung, wird Mitternacht genannt. Da wollen wir Navigationselemente aus dem frühen Web zurückbringen, die heutzutage nur von einem einzigen Sidebar gemacht wird, wie wir bei Google Maps haben. Es ist ein 10 Jahre altes Projekt, aber zu der damaligen Zeit sah ein Sidebar so aus. Es ist nicht wirklich funktional, aber wenn man versucht, sie zu benutzen, kommen all diese kleinen Grafiken raus, die frühe Webbenutzer kreiert haben, erstellt haben, gefunden oder geklaut haben, weil sie glaubten nicht in Vorwärts- und Zurückknöpfe des Browsers und sie wollten ihre eigene Struktur und Navigation haben. Ihre eigene Navigation. Also so dabei belassen. Nach vielen, vielen Jahren von Erstellen und Zurück und die frühe Webkultur darstellen, habe ich beschlossen, ein GIF-Modell von mir selber zu machen und ich wollte das zurückgeben zu der Community. Es war 2005 und ich wollte benutzt werden auf Webseiten. Ich glaube, dass immer noch Leute ihre Webseiten selber machen. Dieses Bild ist mein Zeigeraum. Hier zeige ich, dass ich ein perfekter Loop bin und dass ich auf jedem Hintergrund gut aussehe. Also, benutzt mich auf euren Webseiten. Thank you. Danke. Ich habe hier jede Menge von meinen Sachen dokumentiert und hier ist ein YouTube-Channel, wo ich dokumentiere, auf welchen Seiten ich mich selbst wiedergefunden habe und welche Seiten mich benutzt haben. Und das verschafft mir noch ein Stück weit Befriedigung. Und wenn wir über die Geschichte reden, dann bitte denkt daran, dass das eigentlich das ist, was ein animiertes GIF ist. Es geht
make a loop of your favorite film. The role was soll nicht dazu gedacht sein, von eurem Lieblingsfilm eine kleine Endlosschleife zu machen, sondern man sollte eigentlich sein eigenes GIF auf anderen Webseiten wiederfinden. Und man gestaltete damals sein eigenes GIF so, dass andere das auch leicht benutzen konnten. Einen kleinen Moment mal hier. Steam Connection. Yeah. I will go here. Ich gehe mal gerade hier hin. This is where all my projects could be found. Das ist hier, wo ihr alle meine Projekte finden könnt. Und ich habe also quasi so eine Art Zeitleiste der animierten GIFs erstellt. Bin da so ein bisschen der Geschichte nachgegangen. Und she is a bit strange, yeah? This, you can't really move legs like this. Diese Dame, die ihr hier auf dem Bild seht, ist ein bisschen komisch, so kann man sich eigentlich gar nicht richtig verbiegen. Aber das ist vielleicht der Grund, warum dieses Bild um 1996 herum auf so vielen Webseiten benutzt wurde. Und was wir hier haben, ist sozusagen der nächste Schritt in der Geschichte. Das war so ungefähr um 2006 herum. GIFs wurden sehr viel größer, glänzender und statisch. Und das war so das nächste Ding, das fand man oft auf MySpace wieder. Und es gab damals eine ganz neue Welle des Interesses. Es sollten perfekte Schleifen erstellt werden. Aber damals ging es eigentlich schon darum, GIFs seinen Freunden zu zeigen und nicht wirklich darum, sie auf den eigenen Webseiten einzubinden. Und das ist eine Sache, die heute ganz dominant ist, ein GIF, was diesen... Oftmals sind die GIFs keine perfekten Schleifen. Sie machen einen Sprung und fangen immer von vorne an. Und im Grunde interessiert es keinen mehr. Aber es scheint nur so eine Art Trend zu sein. Es gibt hier noch eine alternative Geschichte, die kann ich euch hier mal gerade zeigen. Das hier ist mein Idol etwa um 2004 herum. Das ist ihr eine kleine Schleife von einem Stückchen Film, das ich sehr mag. Das sind die sogenannten GIFs mit Sound. Alles, was ich tue, ist natürlich sehr subjektiv. Ihr könnt natürlich eure eigene Zeitleiste erstellen. So I will continue. Zeige euch, vor dem 1 Terabyte Project so passiert ist. Das war unser Versuch, Facebook, Google Plus und YouTube nachzustellen, als ob sie, als wenn sie 2000 und. Thank you. Dankeschön. Als ob sie im Jahre 1997, nicht 2004, erstellt worden wären. Das, so hätte YouTube aussehen können. Wir haben auch Pinterest noch. Und ich sage 1997 deshalb so präzise, weil ich will auch betonen, dass wir nicht einfach nur von den 90ern reden können, als einen einzigen Stil, der im Web vorherrschte. Fast jedes halbe Jahr änderte sich der Stil und 1997 war das Erscheinungsjahr von Netscape Communicator und das war sozusagen der Beginn von etwas, was dann später in den sozialen Netzwerken mündete. Und diesen ganzen Hosting-Services. Also sozusagen das Web als Basis für Applikationen und nicht nur für Webseiten. Und wo wir von diesem Stil reden, wenn ich euch einen Screenshot wie diesen hier zeige, oder diesen hier, oder sowas hier. Hier ist noch sowas. Dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja genau, so sahen die Webseiten damals in den 90ern aus. Aber ich will euch jetzt mal konfrontieren mit meiner Zeitleiste von den verschiedenen Designstilen der damaligen Zeit. Und normalerweise sehen wir diesen dominanten Stil der jeweiligen Zeit und vergessen eigentlich alles, was vor diesem verrückten, amateurhaften Web passiert ist. Also bevor GeoCities 96 auf den Plan trat. Und
period that started in 1997. Und diese ganze Zeit der Designer von 1997 angefangen hatte. It is an important phenomenon. Und das ist aber ein ganz wichtiges Phänomen. So um 1993 herum gab es den ersten Webbrowser Mosaic. Und das hier sind Pages, die üblicherweise an einer Universität erstellt wurden. Und it was my trick to show. Das war so ein kleiner Trick von mir. Ich habe das immer meinen Studenten gezeigt. Dieser Trick hat auch schon vor 10 Jahren funktioniert. Wenn ich in die Suchmaschine eingebte Prof. Doctor, dann bekam ich sehr viele Webseiten, die ungefähr um 1993 herum erstellt wurden und die auch immer noch so aussehen wie 1993. Denn es ist sehr schwierig, diesen Inhalt zu cachen und zu bewahren. Und das war noch in der Zeit, bevor es die Wayback-Maschine gab und die Archive.org-Webseite. Und das ist also noch mein Lieblings-Prof. Doctor-Webseite, die hier im Mosaic-Browser angezeigt wird. Important thing about this period also. Wichtige Sache hier über den damaligen Zeitgeist war die Einstellung zum Design, also die Idee sozusagen, dass nicht ich die Webseite für alle anderen designe, sondern ich stelle sozusagen nur alles als einen Standard bereit und der Endbenutzer kann dann aussuchen, wie alt soll das Internet aussehen, also was sind meine Linkfarben, wie soll der Text dargestellt werden, welche Farben soll der Hintergrund haben. Und das hier sind einige Webseiten, die diesem Stil folgen. And this is this look, yeah? Und die sehen die üblicherweise so aus. Das ist also dieser ganz klassische Look von diesen Webseiten. Und dann kann man so ein bisschen sehen, wie die Dinge sich entwickelt haben. Hier ist dann ein Hintergrund hinzugefügt worden. Das heißt, ein Schritt weg von der reinen Semantik, von dem reinen Markup-Style. Und am Ende hat uns das dann zu dieser Situation gebracht, wo selbst Astrophysiker dann auf einmal Webseiten wie diese hier erzeugt haben. Und dieses amateurhafte Web bildete sich dann heraus. Und wir hatten dann also nicht nur die Seiten von den Akademikern, sondern wir können eben auch jetzt auf GeoCities gehen und können das da genießen, diesen klassischen Look. Ja. Welcome all hackers. What's important to remember about Was auch wichtig ist, immer im Kopf zu behalten, wenn wir hier über GeoCities reden, ist, dass es ein Ort war, wo man eigentlich nicht hingehen sollte. Und zu dieser Zeit, wenn mir jemand einen Link geschickt hat, der auf GeoCities führte, dann habe ich es nicht gewagt, da drauf zu gehen, denn ich wusste genau, dahinter ist nichts, was irgendeinen Wert besitzt. Und ich habe diese ganzen Bücher über Webdesign hier und Tipps, wie man seine Webseiten gestalten sollte. Und kein einziges dieser Bücher benutzt GeoCities, nicht mal als abschreckendes Beispiel. Es gibt nur ein einziges Buch, in dem GeoCities erscheint. Das Buch nennt sich Web Pages That Suck, also Webseiten, die richtig schlimm abstinken. Und da ist ein einziges Beispiel drin über GeoCities. Und ich meine, heute denken wir über GeoCities so als ein essentielles Ding nach, aus dem alles entstanden ist und in dieses ganze Webdesign entstanden ist. Das war also wirklich ein sehr spezieller Ort. Aber vielleicht noch ganz kurz zur Geschichte. Es wurde also 1994 gegründet. So richtig nutzbar wurde es dann ungefähr 1995 und 96 wurde es dann richtig beliebt. Yahoo kaufte es 1999. Das war also quasi in dem Moment, wo es die am dritthäufigsten besuchte Webseite im ganzen Internet war, direkt hinter AOL und Yahoo selbst. Und 2009 hat Yahoo dann GeoCities abgeschaltet. Den Screenshot, den ihr hier seht, der stammt von 1999. Das ist dann ein halbes Jahr, nachdem Yahoo es gekauft hatte, hat Yahoo neue Nutzungsbedingungen eingeführt. Und man sieht dann sehr deutlich, wie die Dinge sich änderten. Es gab dann Paragraph 8 in den Nutzungsbedingungen, in der Yahoo quasi sagte, dass alle Bilder, die ihr hochladet, gehören uns. Und es gab dann sehr viele Leute sprangen dann ab von GeoCities und es gab jede Menge Protestseiten. Und 2009 also schloss Yahoo GeoCities und
Zum damaligen Zeitpunkt waren quasi schon alle Leute auf Facebook gewechselt und Yahoo wusste nicht wirklich, was sie damit noch machen sollten. Und das Team von Archive.org hat dann sehr viel Mühe reingesteckt in diesen 6 Monaten, in denen Yahoo den Usern gab, ihre Dateien noch runterzuladen. Das Archive-Team hat so viel von GeoCities runtergeladen wie möglich. Und sie haben das dann später veröffentlicht als eine 1 Terabyte große Torrent-Datei. Und das ist auch der Grund, warum unser Projekt den Namen trägt, 1 Terabyte von Daten aus dem Kilobyte-Zeitalter. Und ein Jahr später dann haben wir angefangen, diesen Torrent runterzuladen. Es hat mehrere Monate gedauert, um diesen Torrent runterzuladen, denn es gab damals nur einen einzigen Seeder und es handelt sich um 1 Terabyte Daten. Und es hat dann einige Monate gedauert, die GeoCities-Nachbarschaften neu aufzubauen, denn diese 1-Terabyte-Datei war nicht ein, sozusagen wie ein Cache, den man öffnet und dann da durchgehen konnte, sondern es waren halt Sachen, die von sehr vielen verschiedenen Leuten erstellt wurden und man musste die alle zusammenpuzzeln und musste erstmal die ganze Symlink-Krankheiten überwinden. Es gab da drin jede Menge Probleme mit Dateinamen, die großen Kleinbuchstaben enthielten und es war also eine ziemliche Arbeit. Und am Schluss, was wir dann aber rausbekommen haben, waren 395 Profile von den allerersten Webseiten, die es damals gab. Und keiner weiß genau, wie viel, welcher Anteil das davon ist, von dem, was damals jemals auf GeoCities zu finden war. Es gibt also keine Statistiken darüber. Und Yahoo selber weiß das auch nicht. Also abgesehen davon, dass wir jetzt halt hier diesen Screenshot haben von unserem Archiv, gibt es hier eine schöne, oder wie Dragan es nennt, eine erstaunliche GeoCities. Eine Factory, mit der man diese GeoCities-Seiten wiederherstellen kann. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, wie das funktioniert, aber letztendlich läuft es darauf raus, dass man, dass die Webseite, die gewünschte, dann im Browser erscheint, und zwar zu dem Zeitpunkt, wie sie an einem gewünschten Zeitpunkt aussah. Und wir wollen sozusagen dem Internet seine Geschichte zurückgeben, soweit das möglich ist. Und deshalb wird alle 20 Minuten ein neuer Screenshot aus unserem Archiv auf Tumblr hochgeladen. Das heißt, jetzt gerade in diesem Moment kann jeder das genießen hier. But screenshots are only screenshots. Aber Screenshots sind natürlich nur Screenshots. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn ihr diese Pages anschaut, dann fehlt natürlich irgendwas. So sollte es nämlich eigentlich aussehen. Aber um ein Video-Snapshot von dieser Page zu machen, das ist eine ganz andere Dateigröße. Es ist dann ein sehr viel längerer Prozess. Das heißt, Tumblr ist sozusagen nur ein wird momentan nur mit den statischen Screenshots bestückt. Wir haben das Material, wir haben genug Material, um Tumblr noch 12 Jahre lang mit Screenshots zu versorgen. Aber wie ihr vielleicht schon wisst, hat Yahoo auch Tumblr gekauft. Das heißt, niemand. Nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Oder vielleicht sollte Archive-Team schon mal anfangen, Tumblr runterzuladen. Wie sieht die Zeitlinie aus? Wir haben angefangen mit den letzten oder mit den frühesten oder mit den ältesten Screenshots angefangen. Das ist der erste Screenshot in unserem Archiv. Das bedeutet nur, dass es der letzte ist. Also der erste ist in unserem Archiv. Das sagt überhaupt nichts über die wirkliche Geschichte. Und von dem, was gerettet wurde, war diese Seite die älteste. Das heißt, sie wurde 1995 das letzte Mal geupdatet. Das ist, wie wir weiter in die Geschichte gehen. In diesem Moment bei Tumblr sind wir im August 1999. Und es ist schon .com, wenn Sie an sowas erinnern, also wenn Sie solche Worte benutzt haben. Die Art und Weise, wie GeoCities, war die Zeit einfach eingefroren. Es war 1999, aber bei GeoCities ist immer noch 1996. Das ist eine tolle Sache. Bei dieser Seite
Dieser Screenshot ist von 1995, von einer Self-Seite von 1995. Und hier kann ich zum ersten Mal zeigen, was über meines Subtitle meine Seite war. Diese Seite wurde für was anderes gemacht. Es wurde ausschließlich für 840 gemacht. Es ist von 640 bis 480 und das kann man daran sehen, wie lang die Zeilen sind, diese GIFs. Was kann man sonst noch sehen, was interessant ist? Bild von Kelvin. Wenn Sie GeoCities sich anschauen, dann können Sie sich anschauen, dass es viel über Kelvins und Hobbits. GeoCity hat diese Clip Art zur Verfügung gestellt. Konnte viele Länder, Fahnen darstellen und es gab ein Stück von Star Trek und es gab Kelvin. Wenn man seine eigenen Bilder noch nicht eingescannt hat, dann hat man wahrscheinlich Kelvin benutzt. Also, das ist eine sehr frühe Webseite. Und trotzdem ist ein Haufen von Kelvins in den GeoCity-Archiven. Ein anderer Hintergrund, aber man sieht immer noch den Kelvin und die Struktur ist immer noch dieselbe. Was sehr anrührender Moment ist, wie ich früher gesagt habe, das ist ein Template, die zu anderen Seiten auf dem Web verlinkt hat. Natürlich könnte man das entfernen, aber du wurdest motiviert, das auszuführen. Eine Webseite ohne Link zu anderen Webseiten ist kann man nicht benutzen. Macht wenig Sinn. Wait a moment. Bisschen warten. Ja. Was ich sagen wollte, die Seite hat wieder, man sieht nicht sonderlich klar, aber es ist wieder für 640 Pixel breite gemacht. Und was signifikant für die Zeit war, was man relativ häufig sehen, dass Leute noch über den Cyberspace geredet haben. Nicht über das, nicht so Welcome to meiner Webseite oder nicht Willkommen zu meinem elektronischen Äffchen, sondern Willkommen zu meiner Ecke von Cyberspace oder zu meinem Cyberhome. 1994 und 95, da wurde immer noch der Platz woanders benannt. Sie haben es für 640 Pixel gemacht, ohne andere Möglichkeiten zu geben. Das hier ist schon später. Entscheidung, die Benutzer für sich selbst machen mussten. Oder hier noch später wurden die Bilder größer und das ist aber am Anfang einfach noch nicht da. Was Sie jetzt hier sehen können, ist in einem klassischen Weg. Das sind 640 Pixel, was ich damit Maus abfahre, und das außen dran ist, was wir heutzutage sehen. Wenn ich auf meinem eigenen Bildschirm sehe, sehe ich ganz viele, die Person ganz häufig. Oder auch hier. Ja, sieht man es weniger gut. Aber es ist immer noch da. Picture that didn't have to be tiled. Yeah. The known motif, but also it's adjusted for 640. Aber auch für 640. This one is very beautiful. All the cockpit to fly with this web page to the cockpit, mit dem man diese Seite in dem Cyberspace durchfliegen kann. Es sah sehr modern aus 1996. But the original plan was that it's like this. Originell sollte es so aussehen. MIDI sound is of course in the background. That's natürlich gab es einen MIDI sound. Darum habe ich diese Seite abgefilmt mit meinem Handy und Sie können die Seite auf Vine anschauen. Doch Sie können Sie auch den wunderschönen Sound genießen. Just think please that was hier ist, was Sie vielleicht sehen können, hallo Cyber-Besucher. Und das ist wirklich noch die Zeit, wo man es als Cyberspace bezeichnet. Und es war nicht, weil man ein Noob war und nicht wusste, wie man Cyberspace aussah, sondern damals sah Cyberspace so aus, mit Sternen im Hintergrund und unterlined Wörter. Wenn es Netscape war, dann waren die Wörter in blau.
When John Perry Barlow was writing his Declaration of Independence of Cyberspace. Und das war die Zeit, wo diese, diese Cyberspace-Deklaration auch von der Eigenständigkeit geschrieben wurde. Man sollte das nicht unterestimieren. Bis zu dieser Zeit habe ich immer nur Screenshots, die ich in Netscape gemacht habe, gezeigt. Das ist ein bisschen kompliziert früher dieses Jahr, als wir zu Internet Explorer umschalten mussten. Because it was, weil Netscape, Netscape was more, wurde weniger und weniger attention and it looked like really wichtiger. Like the past. Und yeah, Netscape sah aus wie der, der Explorer, but nicht ordentlich war. Actual thing. But in Explorer gibt es halt immer noch. Netscape, ja, war nicht sonderlich schön anzusehen und 1999 war so gut wie kein Netscape mehr. Und die Seiten sahen inzwischen so aus. Diese Seite, die im März 1999 zuletzt abgedatet wurde, und das war der Veröffentlichung von Internet Explorer 5 und da haben wir umgeschaltet. Und jetzt machen wir die Bildschirmschnappschüsse aus dem Internet Explorer. Im Archiv kann man sich auch immer noch anschauen, wie sie in beiden aussehen. Okay, nochmal zurück zum Archiv. Das ist, was ich sehe. Ich benutze diesen 1 Terabyte als Interface für dieses Archiv. Und wenn ich jetzt with Chrome, so here I don't have an add-on. Darauf gehen, dann habe ich hier kein Add-on, sondern ich habe keinen Proxy. Ich sehe, was ihr seht. And here und I hier have see this actual page. Sehe ich die wirkliche Seite. For me, GeoCities is up. Für mich ist GeoCities komplett normal da. I go online, ich gehe online, um offline zu gehen. Yeah, thank you. Ja, vielen Dank. There is something, das ist etwas, what can be of interest for you. Das vielleicht für euch interessant ist. As full as ours. You es gibt auch andere Kopien. Über unseren, es gibt so immer eine URL. Das heißt, wenn du eine URL hast, dann kannst du schauen, ob die GeoCities-Seite und OurCities und GeoCities.se. Die haben auch Kopien. Die sind nicht so strukturiert wie unsere und viele Sachen fehlen, aber das sind immer noch gute Beispiele der Vergangenheit. Hier war etwas witzig über diese Elemente, die ich zeigen wollte, um eine Brücke hier zu machen. Vielleicht hat irgendjemand in diese Zeile gesagt, hat vielleicht irgendjemand gesehen? Show to you some pages. Ich zeige mir mal ein paar Seiten. I tag these pages in our archive Nightmare. Ich tagge diese Seite in immer Albtraum, weil es auch mein persönliches Albtraum ist. They are all ruins, these web pages, sind alle Ruinen und sie kommen aus einer Zeit aus 1997. Und das war, als Intel versucht hat, ein Template zu machen. Die wollten Seitbilder machen und die haben diese Elemente hinzugefügt, diese Bars, diese Breiten und tropfende Wasserhähne. And the people were trying to make something out of it, but Leute haben versucht, etwas daraus zu machen, aber es hat nie wirklich funktioniert. Und dann wurde es Yahoo verkauft und Yahoo hat ihren eigenen Seitenbilder gemacht und dadurch wurde es anders. Wenn ich ins Archiv gehe, kann ich auch die Elemente sehen, wie zum Beispiel diese Vogel, Taube oder diese Willkommensschädel auf so vielen Willkommensseiten benutzt wurde, um sie zum Einkommen zu einzuladen. Man konnte nicht nur Bilder, sondern man kann auch Elemente von Bildern benutzen. Viele schöne Sachen und es ist ein bisschen viel. By the way, here what you see now, it is the most used graphic on GeoCities. Hier seht ihr die am häufigsten benutzte Grafik auf GeoCities. Ich hätte das vielleicht besser am Valentinstag ankündigen sollen, aber jetzt habe ich es halt schon gesagt. Also nach dem Zähler und nach dem GeoCities-Logo selber ist das hier die am häufigsten benutzte Grafik. Diese Statistik ist allerdings nicht wirklich wichtig für uns. Wir sind also sehr, sehr wichtig, nicht mit diesem
Big Data Ansatz an alles ranzugehen, sondern wir versuchen das alles so durch unsere eigenen Augen zu sehen. Und ich binde da auch manchmal meine Studenten mit ein. Das heißt hier, das ist eine Studie, die wir gerade beendet haben. Es ist eine Grafik, die nicht ganz so berühmt sind, aber es gibt ungefähr 800 Exemplare von dieser Grafik auf GeoCities. Das hier ist sie in ihrem ganzen Glanz. Und das Tolle an dieser Grafik ist, dass es immer in Verbindung mit einer weiteren Grafik genutzt wurde. Also so wollten die Leute ihre Ablehnung zeigen mit irgendetwas. Und es war quasi wie ein früher Dislike-Button, kann man fast sagen. Und irgendwann haben wir dann schlussendlich herausgefunden, wir haben hier ein paar hundert Resultate, was die Leute nicht mochten, was die Leute wirklich hassten, indem wir das eben analysiert haben. Und das sind, man findet hier Politiker und man findet jede Menge Sportmannschaften und Sportsymbole, was ganz überraschend ist. Ich hätte eigentlich erwartet, dass GeoCities selbst dasjenige Firma wäre, die die meisten Leute hassen würden, aber es scheint die Firma Ford zu sein. Aus welchem Grund auch immer. Es gibt hier eine kleine Ausstellung, die wir gemacht haben. Wir haben das hier also alles sehr prominent dargestellt und man kann, es kann also sehr erleichternd sein, wenn man am Ende eines Tages da sich mal in eine andere Rolle hier schlüpft als Forscher. Und kommen jetzt ein bisschen in Richtung Ende und kann ich ein bisschen erzählen, was wir sonst noch so gesucht haben. Welche anderen Bilder oder für was wurden bestimmte Bilder genutzt? Was waren die Tendenzen damals? Nicht so sehr, wer hat ein Bild erstellt oder wie oft wurde ein Bild erstellt? Die Entscheidungen, die frühe Webseitendesigner machen mussten und auch die frühen Endnutzer machen mussten, können wir hier sehen. Hier ist hier etwas, wo man sich aussuchen kann, ob man Hi-Fi oder Lo-Fi anklickt. Also das ist also nichts, was mit der Auflösung zu tun hat, aber bei Lo-Fi ist der Inhalt. Es ging also nicht so sehr um die Auflösung, sondern es ging darum, dass hinter der Lo-Fi-Seite sich keinerlei Video und Musik versteckt, aber die Hi-Fi-Seite war dafür vorbereitet. Dahinter steckt nichts wirklich, aber der Betreiber dieser Webseite hat das schon mal für die Zukunft geplant und hat es offen gelassen, dass er in der Zukunft irgendwann mal Videos und Audio-Files dahinter verlinkt, aber daraus ist nie was geworden. Hier ist noch so eine schöne Wahl, die wir alle irgendwann mal machen mussten, ob wir gerne eine Seite mit oder ohne Frames haben möchten. Und es gibt eine ganze Kultur und jede Menge Liebes- und Hassgrafiken darüber. Und hier kann man also sehen, dass dann irgendein ein Seitenbetreiber gesagt hat, okay, jetzt habt ihr die Wahl. Und hier ist noch was anderes, wo ich ein bisschen vorsichtig immer bin. Und ich versuche immer da so ein bisschen was Bedeutungsvolles abzulesen. Sind irgendwelche Nachrichten, wo Leute versprechen, dass da bald irgendwas zu sehen sein würde. Es ist eine sehr schwierige Sache, weil man eigentlich genau weiß, dass es eine tote Webseite ist, aber genau jetzt, wie auch damals 1999, bekommt man das Versprechen, dass bald was passiert, zum Beispiel in 2 Wochen oder sobald die Schule anfängt oder sobald die Schule aufhört und ich wieder Zeit habe. Das heißt, manchmal ist das eine sehr hervortretende Nachricht, manchmal ist es irgendwo in dem Text versteckt und das ist auch eine schöne Sache, dass die Leute wirklich erzählen, warum sie Seiten machen und warum die Seite noch nicht so gut ist und jede einzelne Änderung wird kommentiert. Weil sie zum Beispiel einen Scanner gekauft haben, wird das auf der Webseite direkt kommentiert. Und zur selben Zeit gibt es hier eine weitere Welle von Nachrichten, wo Leute sagen, es gibt die Page nicht mehr, die Page ist abgeschaltet worden. Und das ist eigentlich in der opposite direction. Manchmal wird ein Grund mit angegeben, warum jemand sich beschlossen hat, die Page nicht mehr abzudaten, aber meistens sind die Nutzer sogar relativ optimistisch noch. Hier gibt es also eine ganze Reihe Seiten, wo die Leute sagen, weil wir eine neue Domain haben, weil wir umgezogen sind. Das ist der Grund, warum diese Seite nicht mehr da ist. Das Tragische dabei ist allerdings, dass man auf diesen Link klicken konnte und dahinter war fast nie eine neue Page zu sehen. Das heißt, die Page gab es einfach nicht mehr.
hate messages and at the same time auch wieder eine ganze Reihe von Hass messages und gleichzeitig auch eine very happy and beginning of the new life or somebody's glücklicher messages, die von dem Beginn eines neuen Lebens abzusprechen und davon sagen, dass jetzt bald wird alles besser, weil wir jetzt auf Tripod umgezogen sind. Und die geben uns nicht nur 11 MB für unsere Webseite, sondern 20 und deshalb wird jetzt bald alles besser und solche Sachen eben. In diesem Moment sind wir zwei Leute, die all diese Arbeit eigentlich machen. Vor kurzem ist allerdings ein chinesischer Forscher zu uns gestoßen und der geht jetzt quasi durch die entsprechenden chinesischen Seiten, also Seiten in chinesischer Sprache durch. Und dafür, was wir noch bräuchten, wäre jemand, der dasselbe für die spanischen und portugiesischen Webseiten machen könnte. Wir sind bereit, diese Schnittstelle zu öffnen für alle, die da ein bisschen forschen wollen und die auch daran interessiert sind, ihre Ergebnisse und ihre Ideen zu veröffentlichen. Und wir haben also jede Menge Fanseiten, jede Menge Hassseiten. Es gibt Clans. Yeah, this is very important. So the content, die Inhalte, which it wouldn't be right that the person Es wäre nicht richtig, nur ein oder zwei Leute durch all diese Datenmengen gehen zu lassen. Und deshalb sollten wir nicht vergessen, dass J.C. Hertz in 1994 geschrieben hat, das Netz ist nicht nur ein wissenschaftliches Werkzeug, ein Forschungswerkzeug, sondern es ist etwas, wo sehr schöne Frauen, die in den Körpern von männlichen Computerprogrammierern gefangen sind, sich darstellen können. Und das betrifft natürlich insbesondere den sogenannten West Hollywood Bereich von GeoCities. Da gibt es einige Pages, wo wir gerade viele Seiten noch in einem recht guten Zustand vorgefunden haben. Und wir müssen natürlich diese Seiten analysieren. Wir sollten die nicht unbedingt exponieren, aber es müsste jemand sein, der Erfahrung hat, was diese kulturellen Dinge angeht und auch in der frühen Kultur des Webs. So jemand müsste diese Seiten analysieren und müsste da mal ein bisschen Sortierung und Sinn reinbringen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen runterscrollen würde, dann würdet ihr sehen, dass da noch eine Nachricht auf dieser Webseite steht für zukünftige Generationen. Das heißt, diese Seite ist etwas, was wir wirklich auch sehen sollen. Wenn ihr also irgendwelche Ideen habt, wie ihr beitragen könntet zu meinem GeoCities Archiv, dann wären wir sehr glücklich darüber und werden euch da gerne zuhören. Und damit würde ich sagen, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Yeah, thanks for the great talk. Danke für diesen tollen Talk. Ich habe das sehr interessant gefunden. Very animatic. So, and we have plenty of time. Jede Menge Zeit für Fragen. And I already see there's one from the Signal Angel. Ich sehe schon, dass da der Signal Angel mir sagt, dass da eine Frage kommt. Do I have audio here? So are you aware of pages which are not in these Wisst ihr von Seiten, die nicht in diesem Archiv sind? Habt ihr vielleicht mit anderen Archivierungs Teams kooperiert, könnt ihr vielleicht eine Abschätzung geben, wie viele Seiten fehlen? Nein, wir können nicht sagen, wie viele Seiten fehlen. Wir können auch keine Vermutung anstellen. Wir können es einfach nicht vermuten. Es gibt viele Versuche, die zusammenzufügen, aber im Moment kann man dazu nichts sagen, man kann keine Prozentzahl geben. Wir möchten das auch sehr gerne wissen, aber wir haben auch keine Antwort. Microphone 1, please. Ja, Mikrofon 1, bitte. I'm gonna need therapy after this. Ich glaube, ich muss, nachdem ich das gesehen habe, in Therapie und dafür gibt es einen Grund. Ich habe in meinen alten Lebenslauf geguckt. Ich war einer der Techniker für die Mutterfirma von GeoCities und ich habe sehr viele Stunden damit verbracht in Beverly Hills damals, daher diese Verbindung zu West Hollywood. Das ist später nach Santa Monica gezogen. Aber es gibt hier ein paar Sachen, die ich gerne mit euch teilen würde. Die Systeme waren grauenvoll.
That's the first thing das ist to keep also das Erste, was man im Hinterkopf behalten muss. Manche waren Solaris-Rechner. Das Erste, was ich machte, war ein HTTPD 1.4 Webserver habe ich da drauf gemacht. Und um diese Bits und Bytes in den Rest der Welt zu kriegen, das war ein richtiger Kampf. GeoCities war ständig am Wachsen. Wir haben immer auf größere Maschinen umgestellt, das um 96 rum. Wir haben hunderte von Megabytes pro Sekunde Verbindungen komplett ausgefüllt von der Universität. Das war, wo die Server standen. Und das war ein dauerhafter Kampf. Ungefähr Mitte 96 kamen mehr und mehr User rein. Wir mussten die Datenbanken ändern und wir... Also es hat mich wirklich umgehauen, was ihr gemacht habt. Und es tut mir so leid, dass ich das sagen muss. Ich meine, ich weiß natürlich, wen ihr kontaktieren könntet, aber es ist keiner von den Gründern hat eine Kopie von diesen ganzen Daten. Das ist alles weg. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ihr habt schön, dass ihr das alles wieder so ein bisschen hochgebracht habt. Können Sie vielleicht diesen Moment in 1999, als Yahoo den Laden gekauft hat? Nein, denn das war, ich habe das Datum mir angeguckt. Ich war nur 1996 da. Ah, das beste Jahr für alle. Oh, next question, please. Yes, thank you for your amazing talk. Danke für diesen tollen Talk und für eure tolle Arbeit. Macht weiter damit. Ich habe mich gefragt, ob ihr auch versucht, diese ganzen alten, schlimmen JavaScripts zu retten, die auf dem Hintergrund dieser ganzen Seiten liefen, um alles blinken zu lassen. Richard Stallman hat sie hierher geschickt, um danach zu fragen. Nein. Wir versuchen, so viel wie möglich zu greifen. Ich war schockiert, als Sie JavaScript gesagt haben, aber wenn Skripts eingebaut sind als Templates. Ja, also sichert ihr die und sammelt ihr die. Ich glaube schon, dass das auch ein Teil dieser Kultur ist, wo Leute versucht haben, dass alles blinkt und alles sich bewegen musste und alles in verrückten Farben sein musste. Da gibt es nicht sonderlich viel, das mit JavaScript gemacht wurde. Auch werden natürlich mehr und mehr, aber als es in der Webseite ist, dann haben wir es gespeichert. Ich weiß nicht, was Sie wirklich damit gemeint haben. Wenn Sie Java? Nein, ich meine wirklich JavaScript. Und ich habe mal so ein bisschen zurückgeschaut und als viele Leute hier vielleicht angefangen haben, sich mit Computern auseinanderzusetzen und ein bisschen angefangen haben zu programmieren. Also, bei mir war das so, ich habe so eine ganz kleine Webseite erstellt. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich die damals abgelegt habe. Und bin halt immer so tiefer und tiefer reingestiegen und ich habe mich halt nur gefragt, ob es da irgendwo einen Ort gibt, wo ich hingehen könnte und mir diese ganzen alten Sachen nochmal angucken könnte. Sie können in die Vergangenheit zurückgehen, immer über die Wayback-Maschine, aber hier müssen Sie wissen, wo man hingehen muss. Das ist das Problem mit GeoCities. Aber viele dieser Leute, die das gebaut haben, manchmal finde ich etwas, die etwas online zeigen. Und dann ist es manchmal sehr fortgeschritten ist. Und man denkt, das kann man nur mit HTML5 machen. Aber nein, es waren viele Sachen wurden 1906 wurden mit ein paar Zeilen Quellcode gemacht. Question from the Internet. Weitere Frage aus dem Internet. So habt ihr darüber nachgedacht, über dieses Ganze, das Recht auf vergessen zu werden, diese ganze Geschichte, wenn ihr euer Archiv da erstellt? Ich schaue auf 72 alte Seiten am Tag. Und es ist immer, wenn ich etwas veröffentlichen möchte, dann oder tiefer in etwas hineinsteigen möchte oder was nochmal anschauen möchte, was kleiner als 806 zu 600 ist, muss ich nochmal zweimal drüber nachdenken. Weil natürlich ist das immer. Aber es sollte etwas sein, wo man sich daran erinnern muss. Ich sehe meine Rolle in diesem Projekt oder unsere Rolle in diesem Projekt, dass wir diese Seiten reparieren. Und
give as much as possible. And this other questions they should diese anderen Fragen sollten, sollten danach kommen. Wir müssen erst das, diese Seiten restaurieren. Sonst wissen wir nicht, was wir vergessen sollen. Wir wissen ja nicht, was wir vergessen. Wir wissen nicht, was zu vergessen ist, wenn wir nicht wissen, was da ist. There's no other question. So, do you have anyone looking at the audio content of the archives? Habt ihr auch jemanden, der sich den Audioteil des Archivs anschaut, die MIDIs oder diese ganzen Wave-Files, die eingebetteten Sounds, die in den Webseiten waren? Ja, das ist etwas, was mein Vine-Channel ist, den ich auf Vine angefangen habe, diese Geocities zurück. Because what we ja, kann ich jetzt nicht zeigen, weil das Internetkabel nicht wirklich funktioniert. Weil ich aber wir uns fehlt der Geräusch. Was war denn so der beliebteste MIDI-Sound? Der beliebteste MIDI-Sound ist jetzt nicht von den Statistischen, aber was ich jetzt gemerkt habe, ist ein Ausschnitt von X-Files. Of course, yeah. It appears on science fiction web pages. Es ist auf vielen science fiction Webseiten und auch in West Hollywood und Kindernseiten. Das ist ein Ausschnitt aus einer Fernsehserie. Any other questions? Okay, gibt es noch weitere Fragen? Yeah. I have a question. Are you? Ich habe hier noch eine Frage. Are you interested in people donating their old web pages? Interesse daran, dass Leute euch ihre alten Webseiten zur Verfügung stellen. Ich bin so ein kleiner Hoarder und ich habe auch viele Sachen gesichert, die ich im Internet gefunden habe. Vielleicht andere auch. Wenn wir euch das schicken würden, wärt ihr daran interessiert? Von diesem kleinen Start des Internets? Ja, gerne. Sollen Sie es gespeichert haben? Sehr gerne. No, I guess Tripod. Das war eine Tripod-Webseite damals. Ja, die sind wertvoll. Tripods ist so ein Durcheinander, und auch mit GeoCities fehlen und Sachen. Aber bei Tripod wissen wir nicht, was wir jetzt machen. Oder ein neuerer Fall. Zum Beispiel Hives. Das war ein soziales Netzwerk in Holland, das letztes Jahr zurückgeschlossen wurde. Und die Benutzer hatten nur 2 Wochen, um ihre Dateien zu sichern. Und da waren 24 Terabyte von Daten, die dort gespeichert wurden. Aber wie kann man aus 24 Terabyte Daten irgendwelchen Sinn machen? Aber im Internetarchiv, Internetarchiv sind sie immer da. Noch eine Frage aus dem Internet. Wisst ihr, was wie populär CGI und diese Dinge sind? Common Gateway Interface, also nicht die Grafiken, sondern... Ich verstehe die Frage nicht wirklich. Wie viele Seiten benutzten im Hintergrund CGI-Code, wie zum Beispiel für einen Besucherzähler? Oh, der Zähler, okay, das verstehe ich. Ich habe es relativ einfach herauszufinden, aber fast überall sind diese Zähler. Und die wurden immer... von Yahoo oder GeoCities ein einzelnes Pixel, mit dem gezählt wurde. Und seit Yahoo war der Zähler im Regelfall da. Manche haben sie weggemacht, aber im Regelfall war er da. Next, microphone 3, please. Am Anfang des Talks hast du darüber geredet, dass das Web immer professioneller wurde und Sachen wie GeoCities gibt es jetzt nicht mehr. Glaubst du, dass wir sowas zurückbringen sollten, dieses Amateurhafte? Du hast von NeoCities gesprochen als neues Projekt, was sowas vielleicht ein bisschen zurückbringen kann. Wie stehst du dazu? Wie denkst du darüber? Über die, wie die momentan die amateurhaften Webseiten aussehen. Du hast außerdem geredet, dass wir jetzt auch verstärkt Facebook nehmen und das ist nicht so eine kreative Arbeit, sondern wie können wir dieses Zeitalter der Amateurwebseiten zurückbringen? Okay, es hat in 2 Richtungen entwickelt. Also man sieht zum einen, wie das außer die ästhetisch, diese geringen digitalen Ästhetik, die mit Grafik Spaß hat, mit Vorlagen, kann sein. Ich kenne sie, blingy.com.
Und yeah, but maybe not many know here. Viele wissen, kennen das hier nicht, blingy.com. Da kann man animierte Grafiken machen. Kann zum Beispiel Glitter drauf machen oder Stempel und das kann man in Kommentaren verwenden. Die meisten Bad Taste, also die schlimmsten Sachen, die man machen kann. Ich habe das Service für viele Jahre nachverfolgt und interessanterweise, wie stark es in einem sehr transparenten Modell gemacht wird. Man sieht immer, wer welchen Stempel gemacht hat. Man sieht die verschiedenen Schichten und kann die benutzen. Es ist wie in der frühen Zeit den Quellcode der Seite war. Man kann den lesen und seine eigene Seite machen. Aber das wird jetzt nur dafür verwendet, irgendwelche komischen Glitzer-Grafiken zu machen. Und letzter Punkt. Neocities versuchen nicht, Geocities nachzumachen. Die nennen das nur. Sie möchten sich von dem Style sehr weit entfernen. Aber sie möchten, dass Leuten ihre Webseiten machen ohne Template-Vorspielder. Tilde Blob, das ist du bist der Benutzer in diesem System. Du kriegst eine Tilde vor deinem Namen. Du kannst auch wieder deine Seite ohne Vorlagen machen und du bist motiviert, Webrings wieder zu machen, untereinander zu verlinken. Und das ist eine recht wertvolle Sache, das anzufangen und dort wieder mitzuarbeiten. Gut. So, we ran out of time. Okay, ich denke, die Zeit ist um. Danke an alle fürs Zuhören. Thanks for the talk. Danke auch für uns allen.